Dies ist ein offener Brief, ein Statement. Wir Ensemblemitglieder des Theaters Heilbronn unterstützen die Humanität Jetzt-Kampagne. Leave no one behind. Abstand halten, zu Hause bleiben, gegenseitige Solidarität. So wichtig und richtig unsere Prämissen auch sind, aus der Sicht mancher Menschen müssen sie wie Hohn klingen. Weil sie kein Zuhause haben, in dem sie bleiben können. Und weil es Abstand in einem überfüllten Geflüchtetenlager nicht gibt. Und weil das ohnehin knappe Gut der Solidarität mit Geflüchteten in Zeiten von Corona erst recht Mangelware ist. Deswegen sind wir, sehr geehrter Herr Innenminister, in größter Sorge über die Lage in Griechenland. Seit Jahren herrschen inhumane Lebensbedingungen in den Geflüchtetenlagern. Neben Corona erleben wir jetzt auch eine humanitäre Katastrophe in Europa. Tausende Menschen, darunter zahlreiche Kinder, hoffen verzweifelt darauf, einen Asylantrag stellen zu können. Dass sie das nicht tun können, verstößt gegen das Grundrecht auf Asyl. Wann, wenn nicht jetzt, ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir Menschen retten und demokratische, europäische Rechte verteidigen? Deutschlandweit haben sich bereits zahlreiche Bundesländer, Städte, Gemeinden und Kommunen bereit erklärt, geflüchtete Menschen aufzunehmen. Dafür brauchen Sie aber Ihr Einvernehmen, Herr Innenminister. Wir bitten Sie daher, lassen Sie Deutschland diesen wichtigen humanitären Beitrag leisten. Lassen Sie sich nicht von den wenigen lauten Stimmen daran hindern, für unsere Werte und Rechte, die im Grundgesetz und im Europarecht verankert sind, einzustehen. Lassen Sie uns aktiv eine europäische Lösung finden. Geben Sie uns die Möglichkeit, die Werte Europas und unserer Demokratie zu schützen. Wir möchten nicht aus dieser Krise herausgehen mit dem Wissen, Menschen in weniger privilegierten Situationen zurückgelassen zu haben. Lassen Sie uns rechtsstaatlich und zutiefst menschlich handeln. Wir Ensemblemitglieder des Theaters Heilbronn warten gespannt auf Ihre Antwort, Herr Innenminister Seehofer.